Aber wenn wir jetzt hier runtergehen, müssten wir eigentlich zu den Schatztruhen kommen, ne? Von der Theorie her. Hier muss doch garantiert irgendetwas stehen, was uns interessiert. Tagebuch. Heute traf ein Gesandter auf den fernen Steinsbrück ein. Das ist vermutlich nur der Beginn reger Beziehung. Zwischen zwei Büchern steckt ein Zettel. Case sieht ihn sich genauer an. Es ist eine kryptische Botschaft. Hast du dich verlaufen? Schau dir einfach die Karte auf dem Topscreen an. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Fällt mir nichts mehr ein. Außer ein paar Mistsäcke verprügeln hier. Kein Level Up. Hier scheinen keine interessanten Bücher. Immer noch. Achso. Schicksalhaftes Hochzeitsritual. Der Höhepunkt einer Hochzeit ist in Schicksalstal ist der erste Tanz von Braut und Bräutigam. Dabei ist ein makelloser Auftritt Pflicht. Und das fand ich, das habe ich als interessantes Buch anerkannt, wirklich. Das Hochzeitstanz-Dance-Buch oder was? Das ist ein super interessantes Buch. Das musste ich mir definitiv genauer ansehen. Ui, cool. Hochzeitstanz. Ich wollte Aufnahmepause machen. Wow. Wir sollten uns bald mal wieder heilen. Definitiv. Bist du wütend auf mich? Ich will jetzt aber auch nicht aufhören, weil wir hier in diesem Dungeon sind. Scheiße. Außerdem sind wir Level up, Level 11 schon. Nico kriegt schon wieder 3 Talentpunkte. Oh, ja, stimmt. Nice. Mehr kritische Treffer, das brauche ich noch nicht unbedingt. Jetzt würde ich tatsächlich erstmal auf Fokus gehen und gucken, was bei Fokus so abgeht. Faustkampf brauchen wir nicht, wir haben Waffen in der Hand. Also wer Faustkampf nimmt, weiß ich nicht. Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren, weiß ich nicht. Ein Hübschhut. Schade. Ich dachte so abkürzungstechnisch. Kommst du hier hin? Da ist nichts. Da drüben ist noch was. Dafür müssen wir rechts rumlatschen. Ach, wenn das mal nicht der listige Limmel ist. Ein Angriff, der Maschinen schwer zusetzt. Okay. Nur gegen Maschinen. Ich dachte irgendwas, was vielleicht die Verteidigung verringert oder so. Du listiger Limmel. Wir haben uns gut geheilt übrigens. Ich mache aber auch genauso gut, wie wir uns heilen, mache ich aber auch Feierabend. Ich bin in manchen Sachen sehr konsequent. Sehr schön. Lass mir Ruhe. Du Hund. Gehen wir jetzt nochmal hier außen lang. Dann kommen wir hier hinten hin. Darf ich da mal bitte durch? Dr. Skelett. Sandy, Level Up. Okay, irgendwas, worauf ich hinaus will? Natürliches Geschick auf jeden Fall. Ja, oder? Klar ist natürliche Flinkheit auch sehr schön. Sandys Geschick steigt um 20, ist aber auch sehr schön. Das erhöht, denke ich mal, den kritischen Schaden. Hier gibt es auch garantiert Waffen. Mini-Medaille. Ein paar Klocks.
Waffenstände oder sowas können wir nicht angehen. Nein, nee, ist auch nicht. Na gut, wir haben ein paar Schüchchen gefunden. Die können wir gleich irgendjemanden anziehen, der noch keine Schuhe hat. Schlag mich nicht. Das tut weh. So, wo waren wir denn jetzt noch gar nicht? Wir haben jetzt noch die eine Option hier, und zwar hier nach oben gehen Option. Endlich ein Bett. Ich frag mich, ob wir uns im Bett ausruhen können. Nein, können wir nicht. Wir können aber gewaltig auf die Fresse kriegen. Ist fast genauso gut, wie sich in einem Bett auszuruhen. Ups. Kommen wir nicht durch? Dann haben wir ja gar keine... Ach doch, hier geht's auch noch hoch, du Ampel. Okay, jetzt sind wir hier. Ich hab aufgeschlossen. Ach, das war ein Ab... Das ist, glaube ich, eine Abkürzung, oder? Und Chimärenflügel. Oh, ihr wisst, was das eigentlich heißt. Abkürzung, oh oh. Man könnte uns sagen wollen, dass wir uns heilen sollen, bevor wir jetzt da reingehen. Das könnte man uns sagen. Könnte. Die Frage ist, müssen wir das? Wobei, wenn ein Boss kommt, kann das natürlich auch schon richtig raufhauen, ne? Also so ist es nicht. Und wenn ich denn da so einen listigen Lümmel sehe, dann ist natürlich auch Highlife. Ich glaube, gleich passiert der... Boss. Anne geht nochmal Level up, das ist gut. Was hast du jetzt? Oh, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Oh Mann, ich bin doch manchmal eine Klickwurst. Geh weiter auf magische natürliche Medizin, damit wir mehr Heilung ausgibt. Und wir haben irgendeine neue Fähigkeit bekommen. Spring! Habe ich ganz kurz. Danke. Ich habe das. Ich bin in eine Wolke ran. Ich möchte es alles auch nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, nur weil es jetzt gerade auf die leichte Schulter ist. Aber das heißt ja nicht, dass der Boss dann auf eine leichte Schulter genommen werden kann. Das ist es halt. Ich bin mir nicht sicher. Aber da wir ja auch hier die Abkürzung gefunden haben, kann ich jetzt einen Chimärenflügel nutzen? Weil wir sind ja eigentlich rein theoretisch könnten wir uns nicht den Kopf stoßen. Von der Theorie her. Ich würde sagen, am liebsten nach Steinsbrück. Ja, komm, wir gehen nach Steinsbrück, dann können wir nämlich nochmal unsere Ausrüstung aufbessern. Wir haben uns nicht den Kopf gestoßen. Außerdem ist es hier günstiger, sich zu verknützen hier. Verknützen. Außerdem haben wir auch noch Klocks. Anne, brauchst du Klocks? Wie wär's? Ein paar neue Schuhe?
Bang, bang, babbelabbe, bang. Und so. So, dann gehen wir jetzt nochmal unsere Ausrüstung aufmotzen. So Pimp My Ausrüstung und so. Und dann ist der Boss aber auch sehr schnell Geschichte bestimmt. Hundertprozentig. Hallo, haben Sie Ausrüstung? Ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, was der da hinten an Ausrüstung mehr verkauft hat. So, aber das drücken wir hier gleich Sandy aufs Auge. So, hier hast du gleich bessere Ausrüstung. So, Für 170, komm. Ich zähle dir mal eine richtige Hose an. Ist nicht so viel Verteidigung mehr, aber wir haben gerade tatsächlich das Geld dazu und dann lass uns das mal machen. Deswegen kaufe ich auch Schuppenschilde. Gerade haben wir das Geld, also möchte ich das auch ausnutzen. Schön, dass man das aber auch sieht, ne? Magische Macht braucht eigentlich keiner von denen. Aber für 65, das ist halt auch nicht wirklich viel Geld jetzt hier. Deswegen gebe ich es einfach Sandy. Sandy braucht auch... Oh, wir kriegen alle diese wunderschönen Lederkappen. Das ist... Eisentraum. Nur Anne nicht. Nur Anne hat ein cooles Turban-Ding. So, wie sieht's jetzt aus hier? Noch irgendetwas besser? Anne kann auch ein Kettenpanzer tragen. Dann kriegt Anna noch einen Kettenpanzer. Der ist zwar teuer, aber er ist da. Er erhöht die Abwehr. So. Gut, das ist Abwehr, das sind Handschuhe. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wer Handschuhe... Hat schon irgendjemand Handschuhe? Ich glaube nämlich noch nicht. Ich glaube, nur Sandy und ich haben Handschuhe. Und Anne gebe ich die Verteidigungshandschuhe. Und die Dinger würde ich der Neko geben. Ich weiß nicht, wie wichtig Geschick ist, aber für mich ist Geschick immer kritischer Treffer und so ein Kram. Deswegen finde ich das wichtig. Für unseren Angreifungsdudes. So, Schuhe. Ich habe noch gar keine Schuhe an hier. Ja, für 40 kann ich mir das holen. Machen jetzt nicht so einen großen Unterschied. Vor allem Stöckelschuhe, ne? Aber schicke Schuhe, aber unheimlich unpraktisch. So, das Handy kriegt jetzt auch nochmal ein paar Lederschuhe. Und dann ist jeder aufgerüstet. Dann hat sie noch eine bessere Ausweichschance um 0,5%. Hui. Ich komme auch nicht dazu, Aufnahmepause zu machen. Ich will jetzt noch den Boss besiegen. Mann, kasse mich doch selber dafür. Nein, tue ich nicht. Das war so gelogen. Es wird jetzt leider auch noch ein Laufweg, ne? Also, ja, eigentlich wollten wir ja auch am Montag einen Stream machen, ne? Montag können wir auch einen Stream machen. Ich weiß nur noch nicht, ob 18 oder 19 Uhr. Aber ich weiß, dass wir Montag streamen können. Ich werde jetzt gegen niemanden kämpfen. Wenn sie vermeiden lässt. Das ist nämlich schon so weg genug. Wir könnten nochmal nach Brunsbüttel reingucken, aber ja. Da gucken wir dann mal. Wir sind jetzt gut ausgerüstet. Ich habe das Gefühl, dass wir gut ausgerüstet sind. Zumindest für den Bosskampf, den ich jetzt vermute, dass der da sein wird. Ich habe auch sehr gut gespeichert, muss ich sagen. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich... Da war ein Gegner. Wir sehen einfach super aus mit unseren Ledercaption.
Aber wir töten sie hier schon alle. Selbst in Verteidigungsposition. Danke. Jetzt weiß ich auch, warum wir da einen Chimärenflügel finden. Weil da eine Vogelscheuche ist. Und vor Schreck lassen die Chimären das fallen. Nein, ich gehe jetzt nicht noch nach Brunsbüttel da oben. Ich hab jetzt keine Lust zu. Ich versuche nicht so viel durch Gift zu laufen. Scheiß auf die Anti-Gegengift-Kräuter-Knipse. Lass mir hier Ruhe, du blöde Kuh. Ach nee, Witter. Wir müssen einmal außen rumlaufen. So. Ich werde jetzt aber gleich so speichern, weil Angst. Ich meine, was soll passieren, außer dass wir brutal sterben, aber sonst. Und den haben wir auch noch nicht aufgemacht. Cool, gut, dass da nichts drin war. Wir waren hier hinten auch noch gar nicht. Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, eine Kiste. Hier hinten waren wir ja gar nicht gewesen. Gott sei Dank jetzt nicht irgendetwas, was wir gerade gekauft haben. Ich glaube, wenn man stirbt, verliert man ja auch einfach nur Geld. Geld ist nicht so wichtig. Sagt er jetzt, weißt du, wo er sich ausgerüstet hat. Und in der nächsten großen Stadt heißt das dann, wo ist das Geld? So. Ich speichere jetzt trotzdem. Das ist meine allgemeine Angst vor allem. Entschuldigung, ich muss jetzt speichern. So. Okay. Der böse schwarze Ritter. Voraussichtlich. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch noch nichts. Komm schon, Mann. Ich wollte Aufnahmepause machen. Warte mal, ich habe das Gefühl, dass das der Thronsaal ist. Ich möchte erstmal einen runtergehen. Oh, eine Goldarmschiene. Eine Goldarmschiene können wir sogar wirklich noch gebrauchen. Meiner Meinung nach ist das etwas, was Verteidigung gibt. Also ist es sehr gut für Anne. Abwehr, ja, sehr schön. Also besser Annes Abwehr ist, also mehr kann sie heilen. Das scheint eine persönliche Notiz zu sein. Ja, wir gucken rein, ist persönlich, aber ist egal. Meine geliebte rechtschaffender Ritter, ich werde zu dir kommen, in diesen weit entfernten Land. Ich habe dich nicht vergessen, mein Liebster. Solange die Blutlinie derer von Schicksal fortbestehen, werde ich dich besuchen. Ich werde dich finden. Die Seiten sind beschädigt und die Schrift verblasst. Hier kann man nicht mehr weiterlesen. Ich hätte fast gedacht, hier ist eine Frau. Das ist ein Bild von einer Prinzessin mit einer elfenbeinfarbenen Haut und einer wunderschönen Halskette. Das ist ja traumhaft. Ein Brief. Kay sieht genauer hin. Deine Zuneigung ist mir eine große Ehre, Prinzessin, aber ich muss meinem Eid erfüllen und diese elende Hexe auslöschen. Ich bitte dich, mich zu meiner zu harren, Liebste. Mein Herz wird stets bei dir sein. Dein dich liebender Ritter. Ich vermute mal, das ist der schwarze Ritter, der hier Amok läuft und Leute tötet. Weil er auf einer Hexenjagd ist und deswegen alle töten will. Verdammt, die Tür geht auch noch auf. Hätte sein können, dass sie nicht aufgeht. Hallo, kann ich hier springen? Nein. Wir können aber auch noch einen höher gehen. Wir gehen erstmal einen höher. Ja, das ist nur... Alles klar. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich dachte, das wäre eine richtige Treppe. Okay, Dr. Schwarzer Ritter. I got you. Muss ich vorher irgendwas tun? Wäre der hier? Der schwarze Ritter? Habe ich vorgearbeitet? Vielleicht sollte ich eine echt... Vielleicht... Vielleicht...
Vielleicht sollte ich mich jetzt mal wirklich hier hinstellen und mal wirklich speichern. Ich habe langsam keinen Plan mehr, wo wir hin müssten. Ich dachte jetzt hier so, ey, gell, schwarzer Ritter, den mache ich jetzt hier Kröte, aber... Oh, wir können auch einen höher. Okay, warte, warte, warte. Wir können auch einen höher. Komme ich von oben? Ich komme von oben, ne? Ja, ich komme von oben. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier vielleicht auf einen schwarzen Ritter treffen, den wir dann schon gleich zusammenschlagen und... Aber... Ja, wie gesagt, wir haben keine Aufgabe und... Ja. Ja. Ich will mal kurz was testen. Geht das? Nee. Was sind diese gelben Punkte? Ich glaube, die gelben Punkte sind Durchgänge, oder? Okay, jetzt aber mal ernsthaft. Ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Deswegen werde ich mich jetzt hier hinstellen im Thronsaal und wir machen die Aufnahmepause. Und dann morgen im Stream könnt ihr mir sagen, was ich überhaupt zu tun habe. Ich dachte, jetzt kommen wir hier und... Aber ich habe das... Vielleicht muss ich noch vorher mit irgendjemandem reden, dass er mir sagt. Aber ich muss ja mit dem König reden, damit... Vielleicht nur abends? Es hieß, dass abends der Ritter kommt. Vielleicht nur abends? Aber es ist nicht Abend. Es ist Tag. Aber wenn ich mich dann vielleicht hier rausstelle, ist irgendwann Abend. Ist nicht schon Nacht? Ich weiß es nicht. Ist überhaupt Nacht, wenn wir hier reingehen? Verdammt, ich weiß es nicht. Okay, wir machen einfach die Aufnahmepause. Müssen wir sowieso machen. Dann verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns dann... Eigentlich müsste es Stream sein morgen. Ja, morgen müsste Stream sein. Laut meiner Rechnung müsste morgen Stream sein. Okay, und dann finden wir heraus, was ich zu tun habe. Also, gut. Okay. Ja. Ich hab... Ja, was soll ich sagen? Na gut, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Und wo ist mein Mauscursor da? So, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.